So, ich werde jetzt mal über Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen. Und deswegen haben wir hier so ein Menschlein aufgerufen. Und da ist hier so ein Strich zur Leber. Die Leber ist nämlich ziemlich wichtig für den Fettstoffwechsel. Und das Fett, was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun hat, das sollte ja mittlerweile selbst dem letzten Hinterwäldler bekannt sein, denke ich. Hoffe ich zumindest. Und in der Leber wird nämlich unter anderem hergestellt das High-Density-Lipoprotein und das Low-Density-Lipoprotein. Das sind jetzt die beiden Sachen, auf die ich mich am meisten konzentriere im Video. Ist jetzt auch gerade alles wichtig für die einfache Erklärung. Ja, das High-Density-Lipoprotein ist halt High-Density, hohe Dichte, Fettprotein, Fetteiweiß, ganz platt übersetzt, also ein Fetteiweiß mit hoher Dichte. Und es gibt dann noch das Low-Density-Lipoprotein, also das Fetteiweiß mit geringer Dichte, und die beiden sind dafür da, dass LDL, Low Density, um halt bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Cholesterin oder Fette, im Körper herumzuführen, denn das wird ja im Körper gebraucht, das ist sehr wichtig, zum Beispiel Cholesterin für den Zellaufbau, und das LDL, ist der kleinere Partikel, ist dafür da, die im Körper rumzubringen, und das HDL, der größere Partikel, ist dafür wichtig, um die aus den Gebieten, wo die halt benötigt wurden, wieder zurückzubringen. So, was jetzt stattfindet, viele Leute haben heutzutage ein komisches Verhältnis von LDL und HDL. Das wird auch oft irgendwie gleichgesetzt mit LDL ist schlechtes Cholesterin und HDL ist gutes Cholesterin. Kann man sich auch ganz einfach daran merken, HDL ist das Gute, weil HDL fängt mit H, also H an, und H für healthy, also gesund, ist das gute Cholesterin. Und wenn jetzt zu viel LDL unterwegs ist, dann sammelt sich einfach Plaque an. Ja? In den Arterien hat man bestimmt schon mal von gehört, dass sich da so Plaque ansammelt. Und das ist eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, das nennt man Arteriosklerose. Das Problem an der Arteriosklerose ist jetzt, dass es keine Krankheit ist, die man halt jetzt mal eben hat, sondern das ist so eine Krankheit, die entwickelt sich wirklich über so eine Lebensdauer. Also man kann schon oft bei Kindern, die jetzt in so westlichen Nationen aufwachsen, schon bei so 10 Jahren, also noch in der Kindheit, schon leichte Ablagerungen und Plaquebildung feststellen, ja? Und daran sieht man ja schon, wenn es dann mit 10 schon ist, dann geht es immer weiter und immer weiter, und irgendwann mit 50, 60, 70, 80 ist das dann halt so weit fortgeschritten, da ist dann einfach die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass etwas passiert. Was passiert, kann man ganz einfach jetzt grafisch darstellen. Wir malen hier jetzt mal so eine Arterie. Und da in der Arterie hat sich jetzt halt über die Jahrzehnte halt so Plaque angesammelt. Haben wir jetzt mal hier so einfach dargestellt, so Plaque. Ja? Und jetzt kann es passieren, weil im Körper können ja überall eigentlich Entzündungen stattfinden. Ne? Ob man sich jetzt hier an der Haut irgendwo vielleicht entzündet, wenn man sich schneidet, oder irgendwo hier an so einer Plaqueablagerung im Körper drin. Und wenn sich da jetzt was entzündet, ja, dann kann es passieren, dass hier so ein Stück abbricht. Das male ich jetzt einfach mal so. Das ist hier gerade abgebrochen. Und jetzt staut sich hier nämlich das Blut auf und das verklumpt. Und dann kommt das Blut hier nicht mehr durch. Und wenn das jetzt irgendwo am Herz passiert, dann ist das einfach ein Herzinfarkt. Das ist in der Tat der Hauptgrund, weshalb die meisten Leute einen Herzinfarkt bekommen und im Endeffekt auch sterben. So ähnlich kann das auch passieren. Dann gehen wir jetzt davon aus, hier hat sich so ein Stück gelöst, so ein kleines nur, und ist hier unterwegs. Und das bleibt dann irgendwo im Kopf, im Gehirn, in einem kleinen Blutgefäß stecken und blockiert das ganz. Das nennt man dann einfach. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man das verhindern? Oh Gott, das geht ja nicht, das muss man ja irgendwie verhindern können. Und dann kann man darauf ganz einfach antworten. Die Framingham Heart Study, das ist die größte und ausführlichste und längste Studie über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die geführt wurde. Da war es in der Tat so, man kann sein Cholesterin, sein insgesamt Cholesterin, im Englischen Total Cholesterol, einfach messen lassen. Und wenn das totale Cholesterin bei unter 150 Milligramm pro Deziliter ist, dann wird man keinen Herzinfarkt bekommen. Also das ist einfach, das kann man in dieser Studie feststellen, mit vielen, vielen, vielen tausend Leuten, über viele Jahrzehnte hinweg, ja, da hat einfach keiner, der so einen geringen totalen Cholesterinwert hat, einen Herzinfarkt. Das kommt einfach nicht vor, ja. Das ergibt sich auch ganz logisch einfach daraus, was wir hier gesehen haben im Bild. So passiert das, ja. So passieren Herzinfarkte. Also es gibt natürlich auch so Ausnahmen, wie so
ganz starke genetische Defekte, aber das ist nicht ausschlaggebend. Also, warum die Leute einen Herzinfarkt bekommen, das ist deswegen, was hier dargestellt ist und nicht, weil man einen Gendefekt hat. Das hat damit, das eine hat mit dem anderen da nichts zu tun. Das sind auch nur ganz wenig Leute. Und wenn Leute sagen, ja, mein Opa ist am Herzinfarkt gestorben und dem sein Vater und dem sein Opa auch, das lag nicht daran, dass sie schlechte Gene haben, sondern das lag daran, dass sie schlecht gegessen haben, nämlich viel zu viel Fett. Und das wirkt sich dann total schlecht auf die Blutfettwerte aus, was im Endeffekt zu so Plaqueablagerungen führt, die sich dann entzünden können, wie schon gesagt, und dann einreißen und dann staut sich das Blut auf und man ist einfach im Sack.